Willkommen zurück bei Let's Play and Chill Anno 1800. Ich muss mal schauen, wo wir jetzt hier überhaupt stehen geblieben sind. Es ist tatsächlich schon jetzt wieder eine Weile her, das Leben, dass ich hier weiter gespielt habe. Man wird nur noch durstiger. Ja, ich sehe, wir haben immer noch... Hi. Ja... Geld ist noch immer eine Mangelware, wie es scheint. Mehr als bereit. Ihr habt ja allerdings dabei, ne? Oh doch, du hast was dabei. So. Neue Befehle? Du hast auch nichts. Okay, die verkaufe ich dann. Dann habe ich wieder ein bisschen mehr Geld zur freien Verfügung. Wie ist das hier mit der Diplomatie? Insgesamt eher schlecht. Gib es einfach her. Ganz genau. Bevor ich auch nur einen Knicks mache, sterbe ich lieber mit dem Messer zwischen den Zähnen. Okay. Da sagen Sie was. Dieses Glitzern und Schimmern ist einfach unvergleichlich. War völlig richtig. Ich brauch... Scheint, ich habe es gut getroffen. Ja. Ich sehe, aber ja. Ich bin stolz so, darauf, jetzt den sind wir erstmal wieder alle etwas glücklicher. Umstände. Oh, jetzt habe ich aber auch kein Geld mehr. So. Ich glaube, ich habe sie letztes Mal dafür eingesetzt, dass ich... Wir wären dann soweit. Ja, hier. Gegen die Harlow. Wie ist sie mit Vornamen? Anne Harlow. Genau. Irgendwie bin ich letztes Mal, glaube ich, im Krieg. Und ich schneide dir ein neues ins Gesicht. Okay. Okay. Trinken wir auf blühende Handelsbeziehungen. Sie ignorant. Ja, tut mir leid. Gelddruckmaschine, Belagerung, endete fatal, ja. Schiff vom Stapel gelaufen. Ja, naja. Wo ist es denn hingelaufen? Die laufen, glaube ich, automatisch hin. Ja, die Waffenruhe wurde beendet. Okay, das ändern wir mal wieder. So. Ihr habt alles, was ihr braucht. Ihr auch. Grundsätzlich zumindest. Und euch fehlt eigentlich Rum. Rum und Pelzkleidung. Okay. Genau, für Pelz brauche ich Baumwolle. Haben wir da schon was eingerichtet? Baumwolle? Ja, haben wir. Und ich nehme an, das transportiere ich auch schon hinüber. Genau. Schiff unter Beschuss. So, das ist unter Beschuss offenbar. Na gut. So. Wo willst denn du hin? Du willst doch bestimmt auch hier hin. Kriegsschiff meldet sich zum Dienst. So, ja, jetzt darf ich. Darf ich nicht? Jawohl. Eine stattliche Summe an. Ja, ja. Ich weiß, ich weiß. So. Oh, du bist weit weg. Oh, sagen Sie... Dich auch und dich verkaufe ich auch. Bitte sehr. Sie sehen so untätig aus. Drückeberger, nee. Erwarten Sie kein... Ich habe gerade meine Schiffe verkauft. So. Ja, dann transportiere ich doch hier die Baumwolle hin, oder nicht? Jawohl. Dann kann ich ja... Ah, genau, die fehlen hier Schiff noch. Unter Beschuss. Wo krieg ich... Hier krieg ich's hin. Es mangelt an Arbeitskraft. War zu befürchten. Denke ich. So. Das passt da ganz gut hin. So, und...
Naja, hier noch einen hin. So. Zack und zack. Ah, ihr seid in Reichweite, glaube ich. So. Ah, jetzt habe ich hier kein Holz. Hier irgendein Beschäftigtes. Koordinaten eingezeichnet. Genau. So. Haben wir das? Schiff unter Beschuss. Und dann, ich weiß nicht genau, wer jetzt sind außer Kontrolle. Hier unten. Wie heißt es? Mont Pelican. Genau, das ist das. Da lädst du dann auch Gebäude noch ein bisschen zum Raub der Flammen. Von dem. Nee. Hoppala, nein. Ja. Okay. Dann machen wir das so. Da lädst du das. Warte, da lädst du erstmal nochmal das. Und hier lädst du dann. Schiff vom Stab. Entladen wird es dann hier. So. So sollte es passen. Zumindest soweit die Theorie. Das werde ich auch ausbauen. Holz und Scheiben oder Fenster. Alles bereit. Müsste ich doch hier haben. Baumaterial, Holz und Fenster. Dann nehmen wir noch mehr Holz mit. So. Segel. So. Und ihr seid alle in Reichweite von diesen Leuten hier. Okay. Das ist gut. Dann können wir jetzt ja hier eine Schneiderei bauen. Die bauen wir. Bauen wir die so dahin. Da passt sie ganz gut hin. Fälle gibt es nicht, aber Baumwolle gibt es ausreichender Menge. Wunderbar. Auf Ihren Befehl. Schiff unter Beschuss. Ei. So. Ah ja, genau, Holz wollte ich ja eh noch haben. Schiff vom Stapel gelaufen. Na, wo ist es denn? Da ist es. Neue Befehle? Bisschen langsam. Gut. Dann beabsichtige ich jetzt eigentlich demnächst. Ich hätte hier eigentlich gerne eine direkt an diese Insel oder diesen Hafen grenzende Insel. Das wäre diese hier von Bente Jorgensen. Das fände ich ganz geil, wenn ich mir die irgendwann kaufen würde. Allerdings ist da gerade ein bisschen das Geld knapp, muss ich sagen. Bedauerlicherweise natürlich. Ein letzter Blick. So. Was hast du? Pünktlich auf die Minute. Feuerfest ist die Stadt, zu wenig Landarbeiter und Leute sind gerade zufrieden. Ja, das ist doch gut. Kann ich hier noch eine Anlegestelle? Was ist hier? Ja, ach, da fehlen mir jetzt immer noch Materialien. So. Da fehlen mir Scheiben und Admiral auf der Brücke. Ziegel. Alles klar.
So, da kann ich vielleicht noch ein drittes bauen. Ja, ich glaube, diese Insel wäre echt ideal. Und dann kann ich hier das ganze Zeugs hier auslagern, was ich hier so hab. Die ganzen Brauereien und so. Weil mir hier unten, sprich hier, ja immer die Piraten im Moment dazwischen funken. Ich könnte natürlich auch... Na, was ist denn jetzt passiert? Nichts. Ja. Ich kann natürlich auch wieder mehr Kriegsschiffe bauen. Was natürlich auch eine Option ist. So, aber... Genau. Oh ja, Waffenstillstand. Wir lassen uns nicht über den Tisch ziehen. Sei froh, okay. Wir lassen nur selten jemanden am Leben. Okay. Wir nehmen es. Steck dir dein vornehmes Gequatsche sonst wohin. Ich hab das schon als Kind gehasst. So. Oh ja, ich versuche alles sportlich zu nehmen. Jetzt sind die glücklich. Das stimmt. Und zum Glück für sie. Du bist jetzt auch nicht mehr glücklicher. Als ob irgendwo eine Ziege im... Und du willst kein Geld von mir haben. Okay. Dann. Diesen Arbeiter. Kai, den gibt's glaube ich erst dann in der nächsten Stufe. Hoppala. Was ist hier passiert? Mein Streben verfängt sich zumeist in Träumereien. Konserven, was ist denn hier mit unserer Konservenproduktion? Konserven. Müssten wir hier Schiff haben. Vom Stapel gelaufen. Wo produzieren wir sie denn? Eigentlich produzieren wir sie doch hier. Und dafür brauchen wir Paprika haben wir im Bestand, Fleisch haben wir im Bestand. Gulasch haben wir nix. Gulasch. Genau, die sind haben noch was und mir scheint, ich brauche dann noch eine. Da ist die Fabrik. Schauen wir mal, ob es reicht, wenn ich hiervon eine baue. Eine Großküche. Weiß ich nicht. So, Dille. So, Dille. Dann machen wir jetzt Folgendes. Ja, eigentlich müssen die jetzt erstmal noch zufrieden sein, damit sie genug mit genug Pelzmänteln. Dies habe ich doch hierhin gebaut, genau. Felle gibt's genug, Baumwolle gibt's auch genug. Und wie schaut es jetzt hier aus? Da haben wir minus 1. Unsere Bilder. Minus 2, das ist nicht so gut. Und Baumwolle auch minus 2. Warum ist denn der Verbrauch da so enorm? Oh, hier fehlen immer noch. Ah, jetzt brennt es da. So. Dann muss ich hier noch produzieren noch 3. Dann sollte es doch eigentlich ansteigen in Summe. Allerdings ja die gesamte Menge so mutig ist halt und so viele Leben negativ, also muss ich auf jeden Fall noch eine zweite bauen. Das Sahnehäubchen für unsere Freundschaft. Nee. Oh, du meine Güte. Lass mal, Bente, lass mal. So, da ein paar und hier, dann sind hier zumindest wieder mal genug Häuser oder Bauern.
So,